Tag! Heute sind wir hier in Waldsbühl. Ich, Karl und Milan. Und was machen wir denn heute hier? Wir hören Musik. Und? Und wir trinken Bier. Das finde ich schon mal sehr schön. Ganz tolle Bands, wie zum Beispiel Rod, der Bassist von den Ärzten, mit seiner Band Mars Shake und noch ganz viele andere. Und dann würde ich mal sagen, los zum ersten Bier. Auf geht's. Auf geht's. Schnellsten Biertrinker von Waldsbühl. 3, 2, 1, los! Irgendwer kann einiges. Verloren. Geht schneller. Und? Fertig? 3, 2, 1, trink! Was haben wir? 6, 8. 2, 1, los! Das kann helfen! Das ist auch die Hälfte weg! Die Hälfte weg! Wir laufen da draußen halb von der. Ja, 5-3. Was war das? 5-3! Also, jetzt sind wir ungefähr halb durch den Tag. Was ist bis jetzt passiert? Naja, wir haben Gazelle von Kapelle Petra kennengelernt. Okay. Also nicht persönlich, aber wir haben ihn auf der Bühne gesehen. Wir haben eine ziemlich geile Show abgeliefert, oder? Ja, die waren gut. Die waren auf jeden Fall gut. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Rod, ne? Jetzt kommt Rod. So, war das für euch das erste Festival des Jahres? Vielleicht mal zu der Dame. Es war nicht nur das erste Festival des Jahres, ich glaube, es war sogar das erste Festival überhaupt, oder? Ja. Also zumindest Open Air. Haben wir noch nie gemacht. War super. Hat ja Spaß gemacht. Und es ist Herrentag, das Publikum ist es schon rotzvoll oder geht es noch? Also ich fand eigentlich, wir sind hier angekommen und dachten so, oh, die sind schon alle besoffen. Oh, die sind alle besoffen. Aber überhaupt nicht. Eigentlich waren die nicht so breit. Also, aber jetzt ging es so langsam los. Ich habe, als wir das vorletzte Lied gespielt haben, habe ich einen gesehen, der lehnte sich schon so an so einer, ich glaube, da ist so eine Tequila-Bude hier auf der linken, rechten Seite, lehnte schon so, sich so an, weil es genau so eine halbe Stunde kippt er einfach rum und schläft ein. Im Schlamm, so. Versinkt im Schlamm. Wir sind immer noch hier beim Waldsbühl Open Air 2013. Hallo Hirsch von Montreal. Hallo, Melle von Delta Radio. Hast du Lust, ein bisschen MTV Cribs hier mit uns zu machen? Absolut, kommt rein in den Palast. Ich zeige euch mal, wie wir hier leben, die Könige. Wie die Könige hausen wir hier. Kommen Sie hier rein, es ist alles da, es ist Luxus pur. Also, was du zeigen kannst, das möchte ich gleich zu Anfang erwähnen. Wir haben Säfte, Birne, Apfel, Tarte. Albeeren. Aber das darf ich gleich zweimal, weil wir es nicht lesen können. Das ist was ganz Neues, das ist super Bio und das ist sehr gesund. Kommen Sie hier rein und zeig mal das Badezimmer, pass auf hier. Geht man hier rein, Hygiene wird groß geschrieben und man kann auch hier, guck mal nach oben, flüchten, wenn es brennt. Kommt einer zumindest, wenn er dünn ist, noch ein bisschen raus, halbwegs lebend. Wenn er dünn ist, ein bisschen raus. So, und jetzt setzen wir uns mal hin und reden über Gefühle. Wir müssen weiter über Waldsbühl sprechen. Mir war das irgendwie immer ein Begriff und ich hätte drauf schwören können, dass es dieses Festival immer gab. Ihr seid ja Norddeutsche, bevor ihr so Kraftclub-mäßig. Richtig. Es ist ein bisschen wie Roskilde. Es liegt einem immer im Ohr, man denkt einfach, es ist ein Riesending und es ist es am Ende auch. Ich meine, es ist ein super geiles Festival. Wir haben das erste Mal in unserem Leben ein Wohnmobil, quasi, glaube ich. Nee. Oh. Und Sie haben nicht gespart. Sie haben nicht gespart. Das ist ja wohl hier. Alles, das gehört so. Alles ist super. Man glaubt es kaum, ich sitze hier mit den Killerpilzen. Yeah. Hallo. Im Tourbus. Im Tourbus. Hättet ihr nie geglaubt, ne? Ja, wie war das Konzert? War sehr schön, unser erstes Welches Festival. Konzert? war sehr schön, unser erstes Festival dieses Jahr und hat alles wunderbar geklappt. Das Wetter hat gehalten. Besser gesagt, ist sogar außerordentlich schön gewesen. Wir waren zwar davor schon 12 Stunden im Bus, also genau hier.
aber war wunderbar. Die Leute haben mitgemacht und wir hatten Bock und ja, würden gerne mal wieder. Rucklige Fahrt gerade. Ich habe durch bestimmte Quellen erfahren, dass ihr ein eigenes Label gegründet habt. Ja, richtig. Das stimmt? Das stimmt, ja. Es war 2009 haben wir es gegründet und 2010 haben wir da unser erstes Album drauf veröffentlicht, Lautonom. Und jetzt ist Grell das dritte Album auf eigenem Label. Ja, und wir genießen die Freiheiten da sehr. Wir können alles selber bestimmen, sind in jedem Prozess kreativ mit involviert zu 100%. Wir waren jetzt neulich erst in Irland, haben unser zweites Musikvideo bis für Grell gedreht. Bis gestern. Genau, Fabi hat es produziert mit David zusammen. Also wir sind da wirklich mega am Start. Macht ja, richtig viel Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese ganze künstlerische Freiheit zu haben. Und wir können uns eben auch musikalisch genau dahin entwickeln, wo wir Lust drauf haben. Und wir sind auch eine Band, die da eine große Bandbreite, glaube ich, hat. Das hat man auch vielleicht heute live gesehen. Also wir haben obwohl heute haben wir keinen ruhigen Song gespielt, aber wir haben auch sehr atmosphärische Songs, wir haben Abgesongs. Und das ist halt alles, was wir so machen können, ohne dass uns irgendjemand reinquatscht. Und das macht sehr viel Spaß, ja. Dein Sprung am Ende. Ja. Bist du zufällig Parkour-Profi? Parkour? Ich weiß nicht mal, was das ist. Parkour ist so irgendwo rumklettern und rumspringen. Also, weil der Sprung war echt beeindruckend, muss ich sagen. Da muss ich nochmal aufs Musikvideo zurückkommen. In Irland haben wir jetzt eben gedreht für die zweite Single Sommerregen und da bin ich auch relativ viel an Felsen und so weiter rumgeklettert, aber ansonsten mache ich das nicht beruflich. Der Sprung, der hat sich so über die Jahre eingeschlichen, also den mache ich relativ oft. Da ging auch schon manchmal was schief. Ich habe mir schon mal einen Fuß übel verstaucht oder irgendwie mal nicht landen können, habe mir dann die Gitarre ans Hirn gehaut und eine Platzwunde gehabt. Aber heute ging alles gut und das ist auch in der großen Anzahl der Fälle immer so. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber natürlich ein großartiger Show-Effekt. Ja. Der Ende vom Sprung war genau auf den Takt und dann war es vorbei. Ja, wir könnten ihn auch voll reinreiten und einfach, wenn er aufkommt, wir könnten einfach dann danach irgendwann schlagen. Aber wir wollen ihn gut aussehen lassen, deswegen machen wir das auf den Moment, wo er aufkommt. Fazit, ich stehe hier mit Milan. Hinter mir ist noch die Band 5 kleine Jägermeister. Heute sind es nur 4. Aber für uns reicht es heute. Super Konzert sozusagen, Festival, oder? Ja, auf jeden Fall. Endfazit ist für mich. Ich glaube, ich kipp gleich einfach nach hinten weg. Auf jeden Fall hätten wir dann einen Platz mehr im Auto. Dankeschön. Tschüss.